Sehr geehrte Damen und Herren, werte Geschworenen, Sie haben sich heute hier zusammengefunden, um dem Prozess Schule gegen Rudolf von Stadeck beizuwohnen. Mein Name ist Lisa Glänzer, Lehramtsstudentin Deutsch und Sport an der Karl-Franzens-Universität Graz und ich übernehme heute die Verteidigung des Minnesängers. Mein Mandant wird der didaktischen Gehaltlosigkeit beschuldigt, die Relevanz seiner Lieder für heutigen neuzeitlichen Unterricht totum in Frage gestellt. Anhand meines kurzen Plädoyers soll die mitnichten irrelevante Funktion mittelalterlicher Literatur für Schule und Unterricht exemplarisch dargeboten werden. Thematische Grundlage bildet Lied 1 der Minnelieder des Herrn von Stadeck. Eingebettet in eine Minneklage lamentiert der Sänger fortwährend über die Gleichgültigkeit, Härte und fehlende Güte seiner Dame. Die letzte Strophe ist als Belehrung formuliert. Für seine Dame sowie für Frauen im Allgemeinen. Ohne Herzlichkeit ist jede Schönheit wertlos. Ohne Herzlichkeit ist jede Schönheit wertlos. Ein schöner Satz. Herzensgüte als Ingredienz des höchsten Glücks. Werte Geschworenen, ich plädiere an dieser Stelle jedoch nicht ausschließlich für meinen Klienten, ihn als tiefsinnig, womöglich sogar als Vordenker seiner Zeit zu deklarieren. Vielmehr halte ich Sie dazu an, den Mehrwert nur dieses einen Satzes zu betrachten, die sogenannte Moral der Geschichte, als grundgedankliches Manifest. Kann und soll im schulischen Kontext zur Thematisierung eines gesellschaftlichen wie gesellschaftshistorischen Wertediskurs beitragen. Um die auf Äußerlichkeiten reduzierte Konsum- wie Coffee-to-go-Gesellschaft im Selbstverständnis der Schüler und Innen ad absurdum zu führen. Doch wie umsetzen, fragen sich nun sicher einige von Ihnen. Beginnend mit einem Brainstorming als allgemeinen Zugang, kann diese Thematik anhand einer rezensierenden, interpretativen Analyse eines neuzeitlichen Liedes im Vergleich zu den Rudolfs oder in Form einer inszenierten Talkshow erfolgen. Auch eingebettet in eine Stundenreihe finden Rudolfs Minnelust wie Liebesfrust ihren Platz. Beispielsweise unter dem übergeordneten Thema Emotionen Past and Present. Emotionen mittelalterlicher Texte im Diskurs zu Gefühlsäußerungen heutiger Literatur. Alea jacta est. Und das sind sie eben nicht, werte Damen und Herren, geschätzte Geschworenen. Es liegt nun in ihrer Hand, ob sie Herrn Stadecke in seinem Minnefrust fristend oder die Botschaft frohlockend auch in unsere Welt verbreiten lassen. Doch so vieles ereignet sich in Rom, dass man sich kaum die Neuigkeiten aus den Provinzen anhört. Lautet schon Ciceros Plädoyer in Pro Plantia. Ich halte Sie nun dazu an, der Causa Rudolf von Stadeck neben den Alltäglichkeiten und Notwendigkeiten der Schule in den Köpfen Jugendlicher Einzug gewähren zu lassen. Danke für die Aufmerksamkeit.